Hat der Fettchef Jerome Paul gestern die Unwahrheit gesagt oder hat er Lügen verbreitet? Mit dieser Fragestellung war ich bei der Formulierung des Titels meines heutigen Videoausblicks beschäftigt. Denn eigentlich ist es ja so, Unwahrheit sagt jemand, der nicht zwingend weiß, dass er nicht die Wahrheit sagt. Er ist sich also nicht bewusst, dass das, was er sagt, falsch ist. Wer lügt, weiß, dass das, was er sagt, falsch ist. Und Paul hat gestern Dinge gesagt, von denen er weiß, dass sie falsch sind, aber in seinem Interesse, respektive im Interesse der Fett sind. Dementsprechend hat er gelogen, man muss es leider so klar sagen. Aber der Reihe nach, sehr, sehr interessant, was da passiert ist. Jerome Paul wirkte manchmal wie jemand, der auf einem anderen Planeten lebt, der, so mein Bauchgefühl, weiß, dass er möglicherweise bald nicht mehr Fettchef ist, aber das kann täuschen. Gucken wir uns zunächst mal an, was die US-Notenbank gestern beschlossen hat. Ja, Tapering beginnt. Mitte November wird es soweit sein. 15 Milliarden Dollar, all das nicht furchtbar überraschend. Dieses Tapering, by the way, das wird jetzt erstmal beginnen im November, dann im Dezember fortgesetzt, also 30 Milliarden, dann weniger im Dezember. Aber dann lässt sich die Fed den weiteren Weg offen, ab Januar. Wird sie dann die Möglichkeit haben, entweder das Tapering wieder zu beenden oder die ganze Geschichte noch schneller durchzuziehen? Das hat man sich durch ein Hintertürchen hier noch gesichert und zwischen den Zeilen hat er im Prinzip gesagt, ja, eigentlich will ich die Zinsen nicht anheben, aber wir müssen mal gucken, was die Inflation macht, hat er natürlich so nicht gesagt, aber das war faktisch eigentlich erkennbar zwischen den Zeilen. Faktisch hat sich die Fed Zeit erkauft, hat sich Jerome Paul ein bisschen versucht, hier eben zu strecken. Gucken wir mal an, wie der Ablaufplan eigentlich wäre. Normalerweise, wenn alles so geht wie angekündigt, ist im Mai 2022 Schluss mit der Tapering und die Future-Märkte haben inzwischen zwei Zinsanhebungen eingepreist bis Ende 2022. Interessant war besonders im Statement, da hieß es früher transitory factors in Sachen Inflation, jetzt heißt es factors that are expected to be transitory. Also da ist man ein bisschen zurückgerudert und Paul hat klar auch gesagt, dass das Niveau der Inflation derzeit deutlich über dem liegt, was die Fed eigentlich als Preisstabilität bezeichnet. Aha, aber wir werden jetzt nicht erstmal die Zinsen anheben, so Paul, die Zeit sei nicht gekommen, da wollen wir mindestens mal zwei gute Arbeitsmarktberichte sehen. Aha. Morgen ist ja schon der erste davon, der praktisch aus dem Oktober die Zahlen reflektiert und dann eben auch diese, wie soll man sagen, Unanständigkeit in Sachen transitory. Gestern hat der Paul gesagt, transitory ist ein Wort, das über das die Menschen ein verschiedenes Verständnis haben. Manche sagen, es heißt kurzfristig oder nicht lange andauernd. Wir sagen nur, es ist nicht permanent oder es bedeutet nicht permanent. Damit unterhöhlt man, unterspült man eigentlich die Sprachhygiene, die Definitionsschärfe eines Begriffs transitory als nicht permanent zu bezeichnen. Naja, vorübergehend ist eigentlich tendenziell ein kürzerer Zeitraum und man hat eingestanden, dass man sich da geirrt hat, will das aber noch nicht so wirklich zugeben. Wo aber sagt Paul die Unwahrheit, beziehungsweise man muss es leider so formulieren, wo lügt er? Gestern hat er gesagt, it's not clear, hat er klar gesagt, we don't see troubling increases in wages, we don't expect those to occur. Wir sehen also keine deutlichen Lohnsteigerungen und erwarten auch nicht, dass die passieren. Wenn Paul die Konjunkturdaten der letzten Tage und Wochen sich angeschaut hat, dann kann er sowas schlichtweg nicht behaupten. Gestern etwa im ISM hieß es, it's not clear when this wage spiral stops. Es ist nicht klar, wann diese Lohnpreisspirale stoppen wird. Überall, gestern Market Einkaufsmanager Index, heißt es, die Unternehmen haben die massiv gestiegenen Kosten weitergegeben, massiv gestiegene Kosten vor allem durch Löhne. Also es ist überhaupt nicht einsehbar, warum Paul hier nicht die Wahrheit sagt. Er hat dann die Antwort auf diese Frage auch abgelesen. Das war klar erkennbar in seinem ganzen Vortrag. Also das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Oder man könnte viele Belege hier bringen, NFIB. Umfrage unter kleineren Unternehmen, die mit einem Allzeithoch inzwischen sagen, ja, die Laborkosten, die Arbeitskosten, das ist unser größtes Problem, die schießen durch die Decke. Warum sagt also Paul nicht die Wahrheit? Warum lügt er? Weil er im Interesse der Fed versucht, eben diese Lohnpreisspirale zu verhindern. Denn wenn er zugeben würde, dass es eine Lohnpreisspirale wahrscheinlich gibt, dann würde diese Lohnpreisspirale wahrscheinlicher
eintreten. Das ist eben das Problem mit diesen Self-Fulfilling Prophecies, mit den Erwartungen. Wer Inflationserwartungen hat, der schafft Inflation. Deswegen versucht die Fed, die Inflationserwartungen nach unten zu reden, damit diese Inflation nach wie vor nicht kommt. Vielleicht müsste er mal zum Psychiater, wo man ihm die Frage stellt: Herr Paul, sehen Sie nach wie vor im Raum diese komischen Gespenster, transitory? Sind die mit uns oder was ist da los? So oder so, für die Menschen steigen die Preise. Selbst wenn man jetzt transitory als nicht permanent definiert, dann ist die Frage, die Löhne steigen nicht so schnell wie die Preise. Also muss es eine Lohnpreisspirale geben, damit man überhaupt so konsumieren kann. Für die oder seinen Lebensstandard halten kann, die keine Kaufkraft verliert. Ganz wichtig, ganz entscheidend ist eben hier die Frage mit, wie schaut es aus mit Lieferengpässen und Materialmangel. Dann würde die Inflation oben bleiben. Das ist eine sehr, sehr wichtige Grafik. Aber er versucht, oder die Fed versucht erstmal zu sagen, ja, das liegt ja nur an den Bottlenecks, an diesen Lieferengpässen, an Materialmangel, dass die Inflation hoch ist. Nein, das ist nicht wahr. Wir sehen, dass die Mieten steigen, wir sehen, dass vor allem die Arbeitnehmer mehr Löhne einfordern können und das hat strukturelle Ursachen. Das ist also nichts, was jetzt dann mit Corona oder mit möglichen Lieferengpässen vorbei wäre, denn das sind strukturelle Entwicklungen, demografische Entwicklungen, die Arbeitnehmer in eine bessere Position bringen. Dementsprechend kommt diese Lohnpreisspirale so oder so, auch wenn die Lieferengpässe bald abnehmen sollten. Hier sehen wir nochmal die Unehrenhaftigkeit, wenn man so will, der Fed. Wir sehen die Core PCI, also die Kerninflation ohne Nahrung und Energie. Das spielt ja doch eine gewisse Rolle für die Menschen. Nahrung und Energie ist auf einem 30-Jahres-Hoch und gleichzeitig sind die Financial Conditions so lax wie noch nie auf einem Allzeittief und es wird weiter Geld, Liquidität in die Märkte geschüttet. Es wird also Benzin in ohnehin schon brennendes Feuer geschüttet. Unfassbar. Und die Märkte reagieren so langsam, zumindest die Anleihemärkte. Die Zinsanhebungserwartungen in den Fed Fund Futures steigen. Man erwartet also jetzt durchaus mindestens 2 Zinsanhebungen in 2020. Wir sehen, dass die Renditen der länger laufenden Anleihen nach oben gesprungen sind. Und die Aktienmärkte sind euphorisch. Aha, sie haben gesagt, wir werden geduldig bleiben, wir werden nicht allzu schnell die Zinsen anheben. Also ist das gut. Wir sehen Fear and Greed Index 81. Wir haben gestern das erste Mal seit 18. Januar gesehen, dass sowohl S&P, Dow, Nasdaq und Russell 2000 zweimal hintereinander, an 2 Tagen hintereinander neue Allzeithochs erreicht haben. Großartig, wir sehen jetzt das 62. Allzeithoch des S&P 500 in diesem Jahr. Der bisherige Rekord stammt aus dem Jahr 1995 mit 77 Allzeithochs, also fehlen uns noch 15. Wir sind natürlich massiv überkauft an den Märkten. Hier McClellan-Oszillator, hier sehen wir diese massive Überkauftheit, ist jetzt kein Daytrading-Timing-Instrument, zeigt aber, dass das natürlich schon extrem ist, was da derzeit abläuft, gar keine Frage. Und kommen wir jetzt mal zu der Schwester der Fed, das ist die EZB, hier nochmal Lagarde, ganz klar, absolute Absage an Zinsanhebungen 2022 sei off the chart, also sei überhaupt nicht denkbar. Wer weiß, was in einem halben Jahr ist, Frau Lagarde? Wie kann ich Zinsanhebungen ausschließen oder Zinssenkungen oder irgendetwas ausschließen, was in 2022 passiert? Also das ist schon sehr, sehr typisch. Da ist Ideologie am Start. Man ist verunsichert seitens der EZB, weil die Märkte eben nicht an die Forward Guidance, an die Prognose, an die Erwartung der EZB glauben. Und das versucht man jetzt durch Rhetorik irgendwie den Märkten ins Hirn zu prügeln. Heute interessant, um 13 Uhr die Bank of England wird entscheiden, ob sie die Zinsen anhebt, ja oder nein. Ist eine ziemlich enge Geschichte, kann passieren, muss nicht passieren, werden wir bei Finanzmarktwelt darstellen. Das wird ein wichtiges Signal auch für die Märkte werden. Und insgesamt kann man sagen, ich komme nämlich gleich zu China, wenn wir uns jetzt nochmal den USA zuwenden. Man hat, wie hier dieser Kommentar zeigt, 2 Möglichkeiten mit Blasen umzugehen. Die erste ist, du nimmst Kollateralschäden in Kauf und sagst, okay, früher oder später wird diese Blase platzen. Das ist offenkundig derzeit der chinesische Weg in Sachen Immobilienmarkt, dazu gleich mehr. Oder du sagst einfach, nee, wir lassen die Blase weiter aufblähen, es wird immer weitergehen, es wird immer krasser. Wir haben derzeit alles auf Allzeithoch, ob Hauspreise, ob Löhne, ob Immobilienpreise, habe ich schon genannt, ob natürlich die Aktienmärkte, ob Kryptowährungen, es ist alles auf Allzeithoch.
Da könnte man möglicherweise eine Blase darin erkennen. Jedenfalls, die FED hat sich entschieden, diesen Weg weiterzugehen. Die Chinesen gehen offenkundig einen anderen Weg und lassen diese Kollateralschäden zu, hoffen, ihre eigene Blase einigermaßen in den Griff zu bekommen. Allerdings sehen wir jetzt Kaiser, das Immobilienunternehmen in China, das nach Evergrande die zweithöchsten Dollar-Bond-Anleihen emittiert hat und dementsprechend im Fokus ist. Hier sehen wir massiven Absturz sowohl der Aktien als auch der Anleihen von Kaiser. Also das ist sozusagen jetzt das nächste Problemkind, das hier aufpoppt. Shenzhen hat jetzt erstmal versucht, hier etwas Beruhigung reinzubringen und hat die Bedingungen erleichtert, mit denen, unter denen Immobilienentwickler Land kaufen können. Also man hat Restriktionen, versucht man jetzt aufzuheben, um den Verfall der Preise zu stoppen. Wir sehen, dass zwei Onshore-Bonds in China von Shimao Group und Yuzhu Group Holdings ebenfalls mehr als 20% fallen. Also es ist nicht nur Evergrande. Evergrande ist die Spitze des Eisberges. Und für Deutschland ist China so wichtig. Mein Satz lautet, China ist unser Schicksal, ob wir es wollen oder nicht. Hier sehen wir mal die Entwicklung etwa der deutschen Exporte, die derzeit übrigens stagnieren bzw. leicht rückläufig sind in Richtung China. Das zeigt, dass da ein gewisses Problem ist, wenn man sich zum Beispiel mal chinesische Flugdaten anschaut, also wie viele Passagiere an den Flughäfen, deutlich weniger als 2020. Das zeigt, dass die Wirtschaft dort abkühlen wird, dass da vieles nicht normal funktioniert wie vor Corona. Und das wird Konsequenzen auch für uns haben. Und wir sprechen heute in Boom und Bust 18:30, meine Damen und Herren, ist der Titel China unter Xi Jinping eskaliert der Systemkampf mit den USA, mit Jürgen Kremp, ehemaliger Spiegel-Korrespondent in Beijing gewesen, ein Asienkenner sondergleichen. Mit dem werden wir diese Fragen diskutieren. Deswegen heute das Marktgeflüster ein bisschen früher, weil die Sendung startet 18:30, also das Marktgeflüster um und bei 18 Uhr. Und ein Hinweis noch auf einen Artikel frisch aus unserer Presse bei finanzmarktwelt.de. DAX in Feierlaune, Light Index auf neuem Allzeithoch. Schafft er das heute vorbörslich? War es schon der Fall? Auf Kassabasis 9 Uhr könnte es kommen, ja oder nein? Wie ist die Situation einzuschätzen, mein Kollege Stefan Jäger? Mit fundamentalen und charttechnischen Überlegungen, die sich für Sie lohnen. Also zwei Dinge, die ich unter dem Video verlinken werde. Ich sage Servus und Ciao.